Hallo meine Lieben, ja, heute wende ich mich an euch, weil wir dringend Verstärkung für unser Team suchen, bevor ich hier aufgefressen werde. Und zwar, wir suchen dringend wieder Tierpfleger bei uns, und zwar auf Minijob-Basis oder auf Teilzeit, wie derjenige von der körperlichen Belastung her kann oder möchte oder halt auch wie es seine Zeit zulässt. Also das kann variieren zwischen 1 und 4 Tage. Es fängt bei uns immer morgens um 8 Uhr an und geht bis Mittag um 14 Uhr. Ja, bei uns gibt es die 6-Tage-Woche von Montag bis Samstag. In der Regel tue ich sonntags die Hunde selbst versorgen. Ja, außer wenn jetzt langes Wochenende ist, so wie an Weihnachten oder an Ostern, da müssen unsere Tierpfleger auch ausnahmsweise mal sonntags einspringen. Ja, und was dazugehört ist, das Füttern, das Saubermachen bei den Hunden und bei den Katzen, die wir haben, das Bürsten, ja, also eigentlich alles, was so mit der Tierpflege zu tun hat. Und man muss dafür nicht den Beruf erlernt haben, sondern bei uns ist einfach Voraussetzung, dass jemand Tierliebe mitbringt. Und zwar ganz, ganz viel Tierliebe. Aber derjenige muss auch körperlich belastbar sein, weil es ist zum Teil schon ziemlich anstrengend. Aber ich liebe diesen Job und für mich gibt es nichts Schöneres. Also ich nehme meine ganze Kraft und meine ganze Energie aus der Betreuung mit meinen Tieren, da geht mir einfach das Herz auf. Und ich suche Menschen, die genauso viel Spaß dran haben, die Tiere zu versorgen, so wie ich. Ja, ein Vermögen verdient man leider nicht mit dem Job. Anfangsgehalt sind bei uns 12 Euro. Das kann sich natürlich dann auch steigern, wenn jemand richtig fit ist. Wie gesagt, man muss den Beruf nicht gelernt haben. Man wird bei uns eingearbeitet. Es gehört nur einfach viel Tierliebe und Herz dazu. Und man muss mit anderen Menschen kommunizieren können. Ja, und vielleicht hat ja jemand Lust, im neuen Jahr mit was Neuem zu starten und würde Spaß dran haben, bei uns anzufangen. Was noch wichtig wäre, derjenige sollte nicht zu weit von uns entfernt sein. Weil, wie gesagt, bei 12 Euro Stundenlohn, wenn jemand zu weit wegkommt, dann fressen einfach die Benzinkosten das Gehalt auf. Das ist Quatsch. Wenn es jemand aus Rotalben ist, ist auch kein Führerschein erforderlich. Aber wenn man von weiter her kommt, ist es doch mit der Buszuwegung, mit der Zugzuwegung etwas schwierig, weil wir ja außerhalb mitten im Wald wohnen, wobei wir da auch ein bisschen flexibel sind. Also wenn jemand sagt, aufgrund der Bus- oder Bahnanbindung komme ich, was weiß ich, ein paar Minuten später, ist es auch kein Problem, dann wissen wir das ja. Aber besser wäre schon, wenn jemand Führerschein und eventuell auch Auto hätte. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ich euch begrüßen dürfte oder denjenigen begrüßen dürfte in unserem Team. Wir suchen 2 oder 3 Leute und wie gesagt, wir sind da von der Arbeitszeit her wirklich flexibel. Es ist halt nur, es muss morgens in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr sein. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und würde mich riesig freuen, wenn ihr euch bei mir bewerbt. Einfach anrufen, Telefon 0152 020 14845 oder unter der Festnetznummer. Alles Gute, bis dann, habt einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss! Ja, mit der kleinen Oreo.